Was gefällt Ihnen ganz besonders am LES Herr Nölke? Ich finde, man trifft hier sehr viele ganz unterschiedliche Vortragende und bekommt sehr, sehr viele Anregungen. Und auch sehr schön sind die Gespräche, die man hier führen kann. Und Ihrer Meinung nach, Sie hatten ja das Thema Vertrauen auf dem LES. Ist es ein gegenseitiges Vertrauen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber oder inwiefern sieht das aus? Also natürlich sollte das Vertrauen gegenseitig sein, das ist der Idealfall, aber es kommt eben auch immer wieder zu, sagen wir mal, Störungen im Vertrauensverhältnis und da muss man sich eben richtig verhalten, um das Vertrauensverhältnis wiederherzustellen. Der diesjährige Leitgedanke des LES lautet natürlich auch Unternehmen Zukunft. Können Sie Ihr Buch in Bezug auf Vertrauen auch aufs Unternehmen abwälzen oder können Sie da auch Parallelen erkennen? Ich glaube tatsächlich, dass das Thema Vertrauen ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, gerade für Zukunft. Für Unternehmen müssen sich mit dem Thema Vertrauen sehr viel stärker auseinandersetzen, als sie es in der Vergangenheit getan haben. Auch im Hinblick auf den technologischen Wandel. Vielen Dank, Herr Dr. Nölke.